Veronika Herschmann, Sie sind ganzheitliche Naturheilpraktikerin und wissen, was Partner und Paare füreinander tun können im Winter zu Hause, damit sie sich dann anschließend auch wohlfühlen. Was denn? Man kann sich Wohlfühlmassagen geben gegeneinander, damit man in die Entspannung kommt, weil im Winter ist einfach die Zeit der Ruhe. Da stellt sich natürlich die Frage, wie geht das? Also Martina liegt jetzt da fein, gemütlich, abgedeckt, damit sie fein warm hat. Und jetzt tue ich sie abdecken, tue ihre Handtüchle daher, damit das Öl die Kleidung nicht beschmutzt. Tue die Hände reiben, damit einfach die Hände warm sind, beziehungsweise auch das Öl warm ist. Und jetzt, Martina, bitte die Hände unter den Kopf oder unter die Stirn tue, dass du gerade da liegst mit dem Kopf. Und dann tun wir das Öl einmal aufträgen, damit der Rücken eingeölt ist. Und dann machen wir ganz einfache Griffe fürs Wohlfühlen. Wir gehen neben der Wirbelsäule hoch, links und rechts hoch, gehen bis zu den Ellbogen hinaus und nochmal Kreuz. Und wieder die Wirbelsäule herunter mit den Daumen neben der Wirbelsäule und schließen ab. Und das machen wir dreimal. Dazwischen machen wir immer so Ausstreichungen. Hinauf, seitlich herunter. Hinauf, seitlich herunter. Dann gehen wir hinauf, nehmen die Wirbelsäule in die Mitte. Zwei Finger neben der Wirbelsäule, leichter Druck nach unten und gehen in so Schwenkbewegungen herunter. Das lockert die Wirbelsäule. Hinauf. Zeigefinger, Mittelfinger drücken nach unten. Die Wirbelsäule ist in der Mitte. Man gibt nie den Druck direkt auf die Wirbelsäule. Kann man dabei auch etwas falsch machen? Nein, mit so Streichungen überhaupt nicht. Und dann geht man auf der einen Seite die Wirbelsäule hoch, in den Nacken hinein und seitlich herunter. Wechselt die Hand, geht dann wieder seitlich die Wirbelsäule hoch, in den Nacken hinein, seitlich herunter. Und je längsamer ein Griff ist oder Streichungen sind, desto eher kommt der Liegende in die Harmonie, in die Entspannung. Und je schneller ein Griff ist, je aktiver er durchgeführt wird, desto mehr kommt der Liegende in die Aktivität. Und Martina, wie war's? Ganz fein und entspannend. Und man merkt, dass sich was tut jetzt am Rücken, dass es ganz warm ist und sich ganz angenehm anfühlt. Also man könnte Fürstchen massieren oder den Kopf massieren. Das Wesentliche bei der Streichung ist einfach die Berührung und der Duft, dass man einfach in die Entspannung hineinkommt.